kleiner Spaziergang durchs Neandertal. Das Neandertal hat natürlich neben dem Neandertal-Museum und den Neandertalern auch noch Wildtiere zu bieten und ganz schön viele. Hier wohnen noch Nachfahren des Urs, also des Urrindes. Hier wohnen Wisente und da hinten, da sind die Stallungen für die Zeiten, wo sie mal nicht in den Freigehegen sind. Aber ich bin guter Dinge, dass welche jetzt in den Freigehegen sind, denn gerade die genannten Spezies sollten auch eigentlich sehr winterfest sein. Und auch hier sehr hübsch. Das Wupperglühen, wie ich es gestern genannt habe. Ergänzen Sie sinngemäß, ohne Fly kein Brei, wenn ich hier rauf zu den Wisenten und Auerochsen will, muss ich wohl oder übel eine lange, lange, lange Treppe nehmen. Die ersten Höhenmeter sind gemacht. Der Weg ist nicht weit, aber sausteil. Keine Urrinder zu sehen, aber Meisen zu hören. So, da geht's runter. Da drüben geht's wieder rauf. Ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Aber ich hatte so eine große Runde gar nicht vor. Jetzt habe ich einfach eine viel zu dicke Jacke an. Ich habe auch keine Lust, die auszuziehen, weil dann muss ich die irgendwie antragen. Jetzt geht es hier die ganze Zeit bergauf und bergab. Und ich transpiriere ein bisschen. Hier ist der Talgrund. Ich kann gerade nur schwer erklären, wie dunkel das hier ist. Aber ich meine, dafür macht die Kamera noch gute Bilder. Und da oben, schau an, ein Auerochse. Malerisch als Silhouette gegen den Bergrücken. Wer weiß, vielleicht stehen ja noch mehr. Ohne Treppe, keine Steppe. Meine ich jetzt die von den Auerochsen. Da stehen sie. Dem Tüchtigen eine Chance. Also jetzt ist es wirklich schon extrem dunkel. Ihr seht das wahrscheinlich im Jittery-Bild. Die Kamera gibt ihr Bestes. Das Einzige, was man jetzt noch filmen kann, wäre das Blair Witch Project. Ausgabe Mettmann. Kommen Sie ein bisschen Licht. Schon ist er bei der 160. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie dunkel es hier im Wald ist. Wenn du um die Ecke kommst von einer einzelnen Glühbirne an einem Haus, sehr geblendet wirst, dann weißt du, du kommst aus einem dunklen Wald. Ich gehe jetzt noch den Weg zu Ende und freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid.